Wieso landen Aliens immer in den USA? Wieso greift Godzilla nur Metropolen an? Und wieso spielen Zombie-Apokalypsen eigentlich nie in meiner Stadt? Das ändert sich jetzt, denn mit Infection Free Zone erscheint ein Survival-Aufbauspiel im Early Access, das Echtweltdaten von OpenStreetMap verwendet. Dadurch holt ihr euch die Hirnfresser vor die eigene Haustür und ihr könnt natürlich auch schon mal den Ernstfall Z im eigenen Hinterhof simulieren. Denn wir haben natürlich alle einen geheimen Plan in der Schublade, was wir im Fall einer Zombie-Apokalypse tun würden. Natürlich könnten wir unser Hauptquartier für die Apokalypse auch in Tokio, New York oder London errichten. Schließlich steht uns die gesamte Welt offen. Wenn wir Zombie-Filmen Glauben schenken, wäre das aber zum einen eine richtig schlechte Idee und zum anderen stinklangweilig. Niemand will schon wieder den Times Square und Westminster Abbey sehen. Wir wollen unser Glück dann doch lieber in Deutschland versuchen. Die Theresienwiese in München wird von tausenden Gammelwandlern überlaufen. Ja gut, das passiert auch ohne Apokalypse einmal im Jahr, da brauchen wir das nicht auch noch digital. Das Berghain in Berlin ist als die härteste Tür der Welt bekannt, die auch Zombie-Angriffen trotzen kann. Trotzdem treiben sich im Inneren Gestalten umher, die allergisch auf Sonnenlicht reagieren und wild durch die Gegend zucken. Also doch lieber nach Hamburg. Große Freiheit klingt doch verlockend für einen neuen Anfang. Auf der Toten Meile ist aber besonders nachts ziemlich Remi-Demi, also wollen wir hier auch nicht in Frieden ruhen. Unser Hauptquartier soll die Apokalypse überstehen. Es soll ein strahlender Schimmer der Hoffnung am Horizont werden. Und vor allem, es soll eine uneinnehmbare Festung sein. Also bauen wir es einfach in eine tatsächliche uneinnehmbare Festung. Genauer gesagt, die Feste Coburg in Oberfranken an der Grenze zu Thüringen. Das ist eine mittelalterliche Burganlage, die in ihrer tausendjährigen Geschichte niemals im Kampf eingenommen wurde. Drumherum ist ein Park, in dem wir viel Holz finden und zum Plündern können wir in die nahe Stadt gehen. Die richtige Topografie wird übrigens nicht übernommen, sonst stünde die Burg auch noch auf einem Berg. Die Welt in Infection Free Zone ist also komplett flach. Allerdings erkennt das Spiel die Wehranlage richtig und kennzeichnet sie sogar als mittelalterliche Burgmauern. Es ist erstaunlich, wie gut das Spiel die Grenzen von Gebäuden übernimmt. Die sehen dann aber natürlich nicht so aus wie in echt. Am besten sieht man das an unserer mittelalterlichen Burg, die aus Plattenbauten und Lagerhallen besteht. Später im Spiel können wir auch liegengebliebene Autos wieder flott machen und mit den alten Karren durch die Gegend brausen. Auf Straßen sind wir natürlich deutlich schneller unterwegs als querfeldein. Die Kartendaten, die von OpenStreetMap bereitgestellt werden, zeichnen auch die Straßen aus der echten Welt korrekt ein. Die Wegfindungs-KI der Autos nutzt dann bevorzugt Straßen, um ans Ziel zu gelangen. Dort angekommen gerät die Wegfindung der Karren aber ein bisschen ins Stottern. Wie ein Hund, der sich, bevor er sich auf den Platz setzt, helikopterartig um sich selbst dreht, fahren die Autos gerne ein paar Runden im Kreis, bevor sie ihr Ziel erreichen. Daran müssen die Entwickler noch arbeiten. Doch bevor wir in unseren neuen, alten Schlitten durch die Gegend brettern, müssen wir erstmal unsere Basis errichten. Hier kommt die erste Besonderheit von Infection Free Zone zum Tragen. In der Regel ziehen wir nämlich nicht wie in anderen Aufbauspielen komplett neue Gebäude hoch. Wir müssen bereits vorhandene Häuser nutzen und sie neuen Aufgaben zuordnen. So braucht unsere Siedlung natürlich erstmal Unterkünfte. Da Überlebende einer Apokalypse aber genügsamer sind und es generell nicht mehr viele Menschen gibt, reicht es auch, nur Teile von Gebäuden zu übernehmen. Das ist besonders in Großstädten von Vorteil, da wir nicht ein komplettes Hochhaus für nur 20 Leute renovieren wollen. Wir haben schließlich auch noch andere Dinge zu tun. Wir müssen uns etwa um die Nahrungsversorgung kümmern. Dazu zweckentfremden wir ein weiteres Gebäude als Suppenküche und legen Felder an, sobald wir Samen für Getreide und Gemüse gefunden haben. Später funktionieren wir ein Gebäude zu einem Krankenhaus und ein anderes zu einer Lagerhalle um. Um für die Bauarbeiten genug Rohstoffe zu haben, schicken wir unsere Überlebenden zum Holzhacken und lassen sie Metall aus Autowracks und Straßenlaternen plündern. Haben wir ausreichend Zeit, können wir sogar ganze Häuser abtragen und so neben Holz und Metall auch Ziegel gewinnen. Die benötigen wir unter anderem für unsere Wehranlagen und Mauern. Wenige Bauten dürfen wir auch komplett neu errichten, etwa den Funkturm, mit dem wir andere Überlebende auf unsere Siedlung aufmerksam machen oder schlicht mit unseren Squads kommunizieren.
Denn neben dem Ausbau unserer sicheren Zone sind wir im Spiel hauptsächlich damit beschäftigt, kleine Einsatzgruppen auf der Karte herumzuschicken und alles zu plündern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Infection Free Zone analysiert dafür die zur Verfügung gestellte Karte und kategorisiert Gewerbe und Wohngebäude, sodass man zum Beispiel bei real existierenden Supermärkten auch im Spiel Nahrung findet. In einer Autowerkstatt finden wir Benzin und in Polizeistationen Waffen und Munition. Wenn allerdings die Nacht hereinbricht, sollten sich, zumindest anfangs, alle Überlebenden in eure freie Zone zurückziehen. Denn dann beginnt die Stunde der Zombies. Oder sind's doch Vampire? Die Entwickler beschreiben sie als eine Mischung aus beiden Monstergattungen, ganz ähnlich wie im Film I Am Legend. Die Infizierten sind nach wie vor Menschen, aber nicht mehr Herr ihrer Sinne. Sie rotten sich in Gruppen zusammen, sterben nicht eines natürlichen Todes und reagieren extrem aggressiv, sind aber auch anfällig gegenüber Sonnenlicht. Deshalb werden sie eigentlich nur nachts gefährlich. Das gilt besonders, wenn regelrechte Horden gegen euer Lager ziehen, die sich mit markerschütterndem Geheule ankündigen. Dann könnt ihr nur darauf hoffen, genug Wachtürme gebaut und vielleicht auch schon stärkere Waffen wie Sturmgewehre gefunden zu haben. Wie lange der Tag-Nacht-Zyklus andauert, hängt von zwei Faktoren ab. Natürlich ist es im Winter länger dunkel, wodurch die kalte Jahreszeit durch die höhere Dichte an Infizierten noch ungemütlicher wird. Allerdings hängen Sonnenstunden auch von dem Ort auf der Welt ab, an dem ihr euer Lager aufgeschlagen habt. Wenn ihr also zum Beispiel gar keine Schwankungen in den Jahreszeiten haben wollt, dann errichtet euer Hauptquartier doch einfach am Äquator. So könnt ihr durch eure Location indirekt sogar den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Doch wie wir aus The Walking Dead gelernt haben, sind die wahren Monster nicht die Zombies, sondern die Menschen. Nein, natürlich sind die Infizierten die Monster, das ist ein Quatsch. Wir sind aber trotz Apokalypse nicht die letzten Menschen auf der Welt. Immer wieder treffen wir kleine Squads, die sich uns anschließen möchten. So treiben wir unsere Zahl an helfenden Händen in die Höhe, haben dadurch jedoch auch mehr hungrige Mäuler zu stopfen. Wir haben eine Zone set up here. I'm the Chief Comms Operator. It's safe here. You should join us. Gelegentlich empfangen wir aber auch Funksprüche, die kleine Geschichten erzählen. So treffen wir auf durch Jahre der Einsamkeit verrückt gewordene Einsiedler, bei denen wir entscheiden können, ob wir sie in unsere Gemeinschaft aufnehmen wollen oder uns das nicht doch ein bisschen zu gefährlich ist. Auch andere Gruppen haben die Apokalypse überlebt und sind nicht immer freundlich gesinnt. Die Entscheidungen in den Dialogen, die wir während dieser Stories führen, gaukeln Freiheit in den Gesprächen vor. Allerdings haben wir in mehreren Durchgängen die Erfahrung gemacht, dass wir meist nicht wirklich was entscheiden können, auch wenn die vielen Antwortmöglichkeiten den Anschein erwecken. Vielleicht ändert sich das aber auch noch im Verlauf des Early Access, denn obwohl schon viele der Gespräche vertont sind, erklingen bei manchen Dialogen immer noch Platzhalter-Sounds. Interessant wird's erst später im Spiel, wenn wir auf größere Gruppen treffen. Hier können wir die Leute nicht einfach ignorieren oder mal schnell ohne Konsequenzen um die Ecke bringen. Die Geschichten, die sich aus den Interaktionen entspinnen, erzählen die Hauptgeschichte des Spiels. Hier dürft ihr auch der Frage auf den Grund gehen, wie die Infektion überhaupt entstanden ist. Wir starten zwar in unserem zentral gelegenen Hauptquartier und dürfen die Häuser in den Quadranten plündern, die sich um uns herum befinden. Das gesamte Spielfeld wird dadurch aber auf 4 Quadratkilometer beschränkt. Auch wenn wir uns New York City aussuchen und dadurch viele Häuser zur Verfügung haben, die darauf warten, geplündert zu werden, ist die Fläche trotzdem irgendwann erschöpft. An diesem Punkt kommt das Endgame von Infection Free Zone zum Tragen. I will speak on behalf of the other citizens. Je nachdem, wie viel Benzin ihr in euren Autos habt und wie hoch die Reichweite eurer Antenne ist, dürft ihr Squads auf Expeditionen schicken, die bis zu 40 Kilometer von eurem Startgebiet entfernt liegen. Das größte Alleinstellungsmerkmal des Spiels könnte allerdings auch zu seinem größten Problem werden. Die Entwickler designen keine Karten, daher sind viele Locations nicht gut ausbalanciert. Viele Städte können auch einfach stinklangweilig sein. Identische Straßenzüge mit vielen ähnlichen Gebäuden strotzen nicht gerade vor Abwechslung. Wahrscheinlich wird es hier auf die Community ankommen, interessante Punkte zu finden und die dann zu teilen. Ein paar Orte, die besonders gut ausbalanciert sind, werden auch bereits von den Entwicklern vorgeschlagen und erscheinen zu Beginn des Spiels in der Schnellauswahl.
Zum Early Access Start am 11. April wird es aber höchstwahrscheinlich eine große Community geben, denn Infection Free Zone steht derzeit auf Platz 20 der meistgewünschten Spiele auf Steam. Wir sind gespannt darauf, welcher Ort auf der Erde sich tatsächlich am besten dafür eignet, eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Let's do it. Ready for action. On my way. Going there.